Die bunte Osterzeit kommt alle Jahre wieder und bringt vielen, neben süßen Sachen, auch ein Schmunzeln ins Gesicht. In so unzuverlässigen Zeiten wie diesen ist das doch mal was Gutes. Verlassen hingegen können Sie sich wie immer auf die DEH. Zeigen Sie Ihren Kunden, dass Sie mit der Zeit gehen und setzen Sie Saisonartikel gezielt ein, um Ihr Angebot aufzupeppen. Wir haben für Sie ein paar sehr attraktive Produkte für diese Zeit. Für die etwas größere Runde, vielleicht zum Kaffee oder zum Frühstück, bieten wir ganz klassisch einen Hefekranz an. Natur ist, er glänzt schon wunderbar, wird auch nur aufgetaut. Aber man kann auch hier natürlich einiges tun, um das Produkt noch attraktiver zu gestalten. Sie können den Artikel ganz einfach aprikotieren. Sie machen einen Zuckerguss drauf, bunte Streusel, je nach Belegen und setzen dann vielleicht in der Mitte auch noch ein Ei. Das passt auch wunderbar zu Ostern. Wir haben ein tolles Nest. Und das ist ein Hingucker auf jeder Tafel. Osterhäschen und zum Hefekranz wäre noch zu sagen, dass wir hier 18 Stück im Karton jeweils haben, also auch eine sehr überschaubare Größe und passend zur Saison. Der Osterhase wiegt im Übrigen 120 Gramm und der Hefekranz sogar 280 Gramm. Vielleicht mögen Sie aber das Ofenfrische lieber, dann hätten wir für Sie unseren ganz tollen Butterhefezopf im Angebot. 20 Minuten antauen lassen, ca. 15 Minuten bei 180 Grad und Sie können das tolle Produkt genießen. Im Anschluss haben Sie die Möglichkeit, das Ganze auch noch zu aprikotieren oder auch hier vielleicht mit einem Zuckerguss zu arbeiten. Aber klassisch wird es mit Hagelzucker bestreut und für die Osterzeit mit einem Ei garniert. Dafür kann man ganz einfach vor dem Backen, nach dem Antauen, hier eine kleine Schlaufe rausziehen. Und somit haben wir durch diese Schlaufe einen ganz tollen Eierhalter. Dieser Artikel ist für Groß und Klein auch das ganze Jahr ein Hit. Machen Sie sich Ihre Feiertage bunt und rufen Sie uns an. Auf unserer Homepage www.deh.de finden Sie alle Kontaktdaten. Wir freuen uns auf Sie. In diesem Sinne, Happy Easter, Ihre Birgit Lechtgen.